Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Aminatas kleiner Welt. Ich hoffe, euch geht es gut und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Bleibt dran, wenn euch interessiert, ob dieses Jahr ein Brand New Adventskalender mich begeistern kann oder ob es genauso Reinfall ist wie letztes Jahr. Ich packe wieder einen Brand News Adventskalender aus und kleiner Spoiler, es wird sogar zwei Brand News Adventskalender hier auf dem Kanal geben, weil ich einfach zwei bestellt habe, weil ich verpeilt habe, dass ich den einen überhaupt bestellt habe. Ich habe ja letztes Jahr, vielleicht wisst ihr es noch, wenn nicht, verlinke ich euch das gerne, habe ich den Daniela Katzenberg Adventskalender ausgepackt in Kooperation zusammen mit Brand News. Dieser Adventskalender war wirklich ein kompletter Totalreinfall. Über mein Video wurde sogar in einer Zeitung berichtet. Also es war wirklich ein Reinfall. Leute, verarsche, ich war wirklich super enttäuscht. Dieses Jahr habe ich ja dann wieder den Daniela Katzenberg Adventskalender ausgepackt. Aber dieses Jahr hatte sie ihn einfach mit einer anderen Marke zusammen gemacht. Das tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall, dieses Jahr macht Daniela Katzenberger mit einer anderen Firma eine Kooperation und Brand News macht mit anderen Influencern Kooperationen. Und ich dachte mir, ich muss einfach testen, ob es an Daniela Katzenberger auch lag, dass der Kalender so schlecht war, oder ob es generell an Brand News liegt. Und deswegen habe ich den Brand News Adventskalender gekauft in Kooperation mit Anna-Maria Damm. Das ist ja eine Influencerin. Sie macht ja zusammen mit ihrer Schwester YouTube und ist jetzt keine super YouTuberin, die ich immer gucke. Aber ich dachte mir einfach mal, um auszutesten, liegt es an Brand News, liegt es an den jeweiligen Influencern? Das musste ich einfach ausprobieren. Und da war mir die Anna-Maria noch am bekanntesten. Die anderen, da waren so ein Zwillingspaar und noch jemand, die kannte ich nicht mal. Und es war mir lieb, wenigstens von jemand, den ich auch kenne, das zu nehmen. Der Adventskalender sieht einmal so aus. Vorteil schon mal zum letzten Jahr. Er ist zwar auch riesig, aber er ist nicht so riesig wie der von Daniela Katzenberger. Er ist auf jeden Fall schon ein kleines Stück kleiner. Er sieht so aus, er ist in so einem Tannengrün gehalten. Mit diesem Design, mit zwei so Händen. Ja, hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun. Also schön ist er nicht. Nee, schön ist er definitiv nicht. Und hier steht drauf, have yourself a merry little Christmas. Und hat gekostet 44,90 Euro. Genau, bevor wir aber jetzt hier weitermachen mit dem Adventskalender, wollte ich nur kurz sagen, das ist ja so das erste Video jetzt nach meiner kleinen Pause. Die kleine Pause war ein bisschen ungewollt. Ich werde euch das in einem anderen Video alles nochmal erzählen, was alles passiert ist in dieser Zeit und warum diese kleine Pause ungewollt eingetroffen ist. Aber ich wollte nur sagen, ich bin wieder da, es ist alles okay. Es waren einfach jetzt 2 Wochen Pause und jetzt geht es wieder ganz normal weiter. Das wollte ich nur kurz sagen. Ausführlich werde ich in einem anderen Video nochmal darüber reden, wo ich war, was ich gemacht habe und warum 2 Wochen Pause war. So, dann auf der Rückseite gibt es nochmal einen kleinen Text, so wie er auch bei Daniela Katzenberger war. Und hier ist einmal ein Bild von ihr drauf, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Und hier steht drauf, hallo ihr Lieben. Wow, gemeinsam mit Brand News habe ich dieses Jahr meinen Adventskalender erstellen dürfen. Ich bin so gespannt, wie er euch gefällt. Ihr dürft euch auf einige meiner absoluten Lieblingsprodukte freuen, so wie auf tolle neue Produkte, die ich vorab bereits testen durfte. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude daran, die Türchen zu öffnen, wie ich dabei hatte, sie für euch zu gestalten. Merry Christmas euch und euren Liebsten wünsche ich schöne, besinnliche Feiertage. Eure Anna-Maria. So, hier erwarte ich jetzt. Bei dem Daniela Katzen-Adventskalender, darüber brauchen wir nicht reden, es war eine Katastrophe und da hat auch nichts irgendwie, weiß ich nicht. Hier steht jetzt, hier sind einige ihrer liebsten Produkte drin, Lieblingsprodukte und auch neue Produkte, die sie aber getestet hat. Das heißt, in diesem Adventskalender dürften ja nur Dinge sein, die sie selber probiert hat, die sie mag und hinter denen sie steht. Und die sie abgesegnet hat. Die sie also abgesegnet hat. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß zwar trotzdem nicht, wie dieses Design zustande kommt. Ich finde es wirklich furchtbar, sage ich euch ganz ehrlich. Ist halt wahrscheinlich so eine moderne, also weiß ich gar nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist einfach hässlich, oder? Ja. Also ich kann es nicht mal schön reden. Also ich finde ja auch immer, dass ein Adventskalender eine Weihnachtsdeko auch zu Hause ist. Ja. Was Dekoratives. Und das würde ich eher hinter der Tür verstecken. Ja, also ich finde es wirklich nicht schön, muss ich ehrlich sagen. Das Tannenbaumgrün geht ja noch, aber was dann da drauf ist und dann
Gefällt mir nicht, da war der von Katzenberger sogar noch besser. So, ich würde sagen, nicht lange reden. Ich bin gespannt, ob wieder dieses Stroh hier drin ist. Ich hoffe nicht, aber ehrlich gesagt, glaube ich, ist das einfach der Style von Brandnews. Andererseits kann auch sein, dass Brandnews sich auch verändert hat, weil dieser Katzenberger Adventskalender hat letztes Jahr wirklich einen Shitstorm bekommen. Brandnews und Katzenberger. Das heißt, es kann auch gut sein, dass die einfach auch was verändert haben. Aber ich glaube nicht, denn ich sehe schon wieder Stroh. Fakt ist aber auch bei diesem Kalender, die Kalender sind einfach viel zu groß. Man kann die überhaupt nicht handeln. Und wir beginnen mit dem ersten Produkt und hier befindet sich ein Schokosmoothie drin. Himbeer Cranberry in voll mit Schokolade. Hier steht auch neu, Niceria heißt es. Und es sind einfach so Cranberries und Himbeeren in Schokolade. Leider aber voll mit Schokolade. Und bei Brandnews ist es ja immer so, dass man hier die Kärtchen drin hat mit den Produkten und den Preisen und noch ein paar Infos. Wir machen das so, meine Mama rechnet die Preise mit, aber ich werde die Preise nicht alle einblenden. Geht auch einfach darum, weil es dann für mich einfacher ist zu schneiden und weil das sowieso, ich sag euch die Preise, ja. Und dieses Produkt kostet hier 2,49 Euro und der Launch war im Dezember 2022. Die Sache bei Brandnews ist ja auch, das ist ja auch so eine Foodbox normalerweise, wer Brandnews nicht kennt, ne? Welchen Monat war der Launch? Dezember 22. Ist noch gar nicht. Ach, ja, stimmt, ich wollte gerade sagen, kam mir so... Sein. Ja, der Launch ist im Dezember 22. Genau, wer Brandnews vielleicht noch gar nicht kennt, das habe ich nicht gesagt. Brandnews ist ja eine Foodbox, die man monatlich abonnieren kann, die hatte ich auch schon mal. Fand ich wirklich immer sehr toll eigentlich, mit Neuheiten, da gibt es auch verschiedene Arten. Es gibt auch eine Kühlschrank-Brandnews-Box und so, also wirklich eigentlich eine sehr tolle Box mit halt Neuheiten. Das erste Produkt und man hätte halt das haben können oder mit... Mango und Passionsfrüchten drin. Also halt so rote Früchte oder halt gelbe Früchte. So, dann kommen wir zu zwei. Okay. Oh. und wir... Aber hier ist jetzt kein Ding drin. Wir haben hier was von Bilou drin. Einfach dieser typische... Mama... Aber es stimmt, hier ist keine Karte drin. Hier ist keine Karte drin. Ja, dann hat sich das mit den Preisen ja auch schon wieder erledigt. Dann hat sich das mit den Preisen erledigt. Mal gucken, in diesem Produkt war jetzt keine Karte drin, in diesem schon. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall so ein typischer Lückenfüller. Ich weiß nicht, Bilou, Bibi's Beauty Palace hat diese Marke, glaube ich, nur rausgebracht, um die in den Boxen zu verstauen. Ich weiß wirklich nicht. Auf jeden Fall wieder ein Bilou drin. Creamy Dough from Bilou. Duschschaum, soll jetzt Teiggeruch sein? Ja. Das könnte wie Teig riechen, so. Ja, aber ehrlich, möchtest du wie Teig riechen? Wie ein Keksteig oder so? Ja, weiß ich nicht. Aber es riecht ganz okay, muss ich wirklich sagen. Es riecht weniger süß als die anderen. Da war übrigens kein Stroh in dem Fach. Nee, aber ich habe irgendwo Stroh gesehen. Hier. Hier. Irgendwo wird Stroh rauskommen. Vielleicht nur bei denen, wo es sein muss. Ne? Ja. So, in Kästchen Nummer 3 befindet sich eine Dr. Pepper Vanilla Float Dose. Auch ohne Kärtchen. Okay, dann brauche ich auch nicht weiterrechnen. Nee, vielleicht war das Kärtchen nur hier, weil es hier einen Rabattcode gibt. 15% auf alles mit dem Rabattcode XMIS15. Da könnt ihr dann bei dieser Marke sparen. Vielleicht war deswegen Zettel drin. In der Nummer 4 befindet sich ein Tetra-Pack oder wie das heißt. No Milk Today Barista. Das ist so eine Milch aus Erbsenproteinen. Das ist ohne Soja, ohne Nuss und ohne Laktose in Barista. Das heißt, kann man auch gut aufschäumen. Diese Marke Fly kannte ich, glaube ich, noch nicht. Es gibt ja wirklich so viele Milchalternativen. Ich bin ja wirklich...
wirklich ein Hafermilch-Fan, aber nur von Oatly. Ich kann keine andere Hafermilch trinken, keinen anderen Haferkakao. Es muss Oatly sein, sonst einfach gar nicht. Was anderes schmeckt mir nicht, aber Oatly kann ich euch wirklich empfehlen, auch einfach als Milchalternative. Wichtig ist aber auch immer, dass Barista draufsteht, wenn man sie aufschäumen will, weil sonst kann man die Milch nicht aufschäumen. Nee, genau. Also, sozusagen keine Milch ist. Ja, man muss wirklich da Barista, wobei dann wird auch wieder was drin sein, damit es auf ja, ist auch nicht es so gut. Wird auch irgendeine andere, weiß ich nicht, wie das dann gemacht wird. Ja, aber Oatly ist wirklich das Beste. Die haben ja auch Aufstriche und Eis und die kann man wirklich empfehlen. Man merkt das nicht, dass es Hafer ist und wirklich super. Die anderen habe ich bis jetzt sind bei mir alle durchgefallen. Oh. Was jetzt? Hier kommen auf einmal die ganzen Kärtchen raus. Ja, das ist klar. Aber sind es die, die wir schon hatten? Ja, die eine Milch, die kostet 1,59. Dann ist jetzt hier schon von der Marke, wird auch was anderes drin sein. Von Balea, was. Okay, aber wir werden... Okay, dann sammel die Karten, ich rechne die nachher kurz schnell zusammen. Genau, und dann wird einfach der Gesamtwert gedingst, weil die sind einfach hier woanders rausgekommen. So, wir kommen zu 5 und wir haben hier was von Got2Be. Schutzengel, ein Hitzeschutzspray für heiße Styles plus Gloss Finish. Bis zu 220 Grad, schützen, glätten, nee, schützen, glänzen, pflegen steht hier drauf. Das sind so 75 Milliliter, perfekt auch für die Tasche, für unterwegs. Ein Hitzeschutz ist immer gut, ich muss mir eigentlich auch angewöhnen, die zu benutzen, weil jetzt im Winter, sonst lasse ich die Haare immer Luft trocknen, aber im Winter geht es einfach nicht. Da muss man föhnen, auch wenn ich das nicht so mag. So, wir kommen zu Nikolaus. Nikolaus ist wirklich sehr, sehr groß. Und wir haben hier, wow, Bubble Tea drin. Das habe ich wirklich noch nie getrunken, noch nie in meinem ganzen Leben, noch nie selber gemacht. Und wie ich verstehe, ist das hier so ein Bubble Tea Kit, dass man das selber machen kann. Okay. Oh, und hier ist eine Karte für was anderes drin. Auf die Bubbles fertig los. Sei dein eigener Tee Creator. Erhalte monatlich eine neue Mixbreite. Mixbereite Bubble Tea Box für besondere Teststunden. Okay, kostet 4,99 € und da müsste dann einfach alles drin sein, um Bubble Tea zu machen. Ist auch vegan. Ich guck da einfach mal rein. Also es gab ja wirklich vor langer Zeit einen extrem Bubble Tea Hype. Und die Leute trinken das Zeug und ich habe auch schon viele gesehen, die das dann selber machen. Fand ich immer interessant. Ich dachte mir aber, ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Die Kugeln selber machen oder was? Nee, die Kugeln sind da. Also, wir haben hier einmal Joghurt-Infusion. Das kommt da irgendwie rein. Ist aber auch vegan. Dann haben wir hier so Glitzer. Dann haben wir die Kugeln. Dann haben wir hier sogar so einen Kleber, was da so drin ist. Tapioca-Perlen sind das. Das kann man hier so raufkleben. Und Tarot-Tee ist das. Und dann... Aber wo ist denn der Tee? Das ist der. Okay. Nee, das ist der. Tarot-Tee-Pulver. Und dann steht hier hinten genau drauf, wie man sich sein Bubble-Tee mixt. Eigentlich sehr nicht, also eine gute so Beschäftigung finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich kann aber mit Bubble Tea wirklich nichts anfangen. Man soll sich dann den Tee mit Wasser mischen. Dann soll man diese Joghurt-Infusion mit dazugeben. Dann soll man sie abkühlen lassen. Dann soll man die Tapioca-Pan zubereiten. Die muss man noch kochen. Und dann soll man das servieren. Dann ist es fertig. Und dann ist hier sogar so ein Strohhalm dabei. Also eigentlich wirklich für 5 Euro keine schlechte Sache. Und ich weiß nicht, ob man vielleicht auch mehr davon hat, weil hier auch diese Kleber dazu sind, dass man auch noch das sozusagen hier raufkleben kann, um das auch in den Schrank zu packen. Keine schlechte Sache, finde ich aber bloß, das ist einfach eine unnötige Chemiezunahme. Mach mal lieber in die Tüte wieder rein. Ich mach's jetzt so. Ja, aber an sich eine interessante Sache auf jeden Fall. Finde ich jetzt, braucht man aber nicht. Das war aber Nikolaus und für Nikolaus gut. Es war wirklich was anderes. Türchen Nummer 7 beinhaltet Choco Things, oder wie das heißt, knusprig und extra fein. Das sind Milka-Kekse. Steht auch neu drauf. Hier ist auch ein Kärtchen drin.
kostet 2,29 Euro. Ist im April neu rausgekommen. Finde ich sehr interessant. Das sind so ganz dünne, feine Kekschen mit Schokolade. Also das ist eine schmeckerige Angelegenheit. Wir kommen zu Türchen Nummer 18. Und hier befinden sich Ananas drin. Aus 2 Kilo frischer Ananas. In ganzen Ringen. Ich denke, das sind so gefriergetrocknete Ananas. Oder generell getrocknete. Finde ich sehr interessant. Oh, hier ist wieder ein Kärtchen für was anderes drin. Finde ich sehr interessant. Sowas habe ich noch nie gegessen. Das wird auch auf jeden Fall seine Verwendung finden. Wir kommen zu Nummer 9. Hier ist was zu trinken drin. Und zwar ein Kombucha-Klassik, eine Schorle. Glaubst du an Karma? Wir auch. Deshalb ist diese Flasche aus Repeat. Das ist ein Material, das zu 100% aus recycelten Getränkeflaschen besteht. Im Leben kommt wirklich alles wieder zurück. Und manchmal auf die schönste Weise. Carpe diem Kombucha. Was soll da drin sein? Da sind Kräuter drin. Und Kombucha-Kulturen. Naja, finde ich jetzt irgendwie nicht so... Kostet 1,29 Euro der Tee. Die Sache ist bloß ein komplettes No-Go schon, dass diese Kärtchen einfach komplett in dem Kalender verschüttet sind und jedes Kärtchen irgendwie woanders drin ist und man irgendwie voll durcheinander kommt. Und es ist auch voll anstrengend, weil man alles nicht so richtig sieht hier. Wir kommen zu Nummer 10 und hier befindet sich jetzt Stroh drin. Wahrscheinlich, weil es so ein kleines Produktchen ist. Wir haben hier ein Balea Handpeeling drin. Und das kostet 95 Cent. Ja, ich werde euch die Preise aber nicht einblenden. Es tut mir auch leid, dass es so durcheinander ist. Aber wenn die Kärtchen nun mal nicht alle so kommen, wie sie kommen sollen, dann ist das wirklich sehr unpraktisch. Wir kommen zur 11. Und hier befindet sich... Ah, interessant. Diese neue Ferrero-Schokolade drin. Ne? Die gibt es ja in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal mit weißer Schokolade, einmal mit Zartbitterschokolade und einmal Raffaello. Die ist ja relativ neu. Ich glaube, ich probiere die jetzt einfach mal. Finde ich sehr interessant mit Haselnuss. Finde ich aber auch gut, dass es so eine Bitterschokolade ist. Hat zwar nur 55%, ist aber auch okay. Und wir gucken. Oh, die riecht auf jeden Fall schon mal wie Ferrero. So sieht sie einmal aus. Ich muss mal kurz überlegen, das sind doch diese Bälle, ne? Ja. Aber ich glaube, das sind eher so wie die Noir, oder? Was weiß ich, was Noir ist. Na, das sind, nee, diese... Das sind diese Bälle. Ja, aber zeig mal richtig die Packung. Weil es gibt ja auch noch die dunkleren davon. Mit Zartbitterschokolade halt. Aber es schmeckt gut. Ich mag es auch, dass es Bitterschokolade ist. Trotzdem Milchpulver drin, aber es schmeckt wirklich gut. Ja, weil sie auch nur 55% hat. Wir kommen zu Türchen Nummer 12, zur Halbzeit. Wow, was sind hier alles für Karten drin? Achso, das war's. Hier sind nur Karten drin. Und zwar sind hier analoge Grüße drin. Diese Karten kommen auch erst im Dezember raus. Kosten 2,50 Euro. Und wir haben hier einfach eine Handvoll solcher Grußkärtchen. Finde ich ganz süß. Ich guck mal, wie viele das sind. Das sind 5 Stück. Die finde ich am süßesten hier. Da werde ich wohl dieses Jahr einfach mal Karten verschenken, weil die sind wirklich sehr, sehr süß. Und ja, das war jetzt die Halbzeit. Wir machen weiter mit Türchen Nummer 13. Ich mag das gar nicht, ich mag das echt nicht, dass ich den Kalender nicht überblicken kann. Ich müsste dafür stehen. Ah. Na, jetzt kam das vom Bilou raus hier, das Kärtchen. Und in der Nummer 13 haben wir von Centis, das ist die Schokolade, das weiß ich, da wo meine Oma ist von da gerne, dunkle Schokolade. Belmanda, ein Edelmarzipanriegel mit Sorted Caramel.
Türchen Nummer 14 ist wieder relativ groß und hier befindet sich eine Riesenpackung Manna mit Limette drin. Diese waren auch in dem anderen Brand News Adventskalender drin, das weiß ich. Und die kosten 1,19 Euro und man hätte auch noch die mit Haselnuss drin haben können. Wir haben jetzt hier die mit Limette. Die 15, die habe ich schon ein bisschen aufgerissen und hier ist ein Heft drin. Hier, das war von der Ananas, die Karte. Hier ist ein Heftchen drin. Ja, das war's auch. Hier ist ein Heft drin in dem Design mit ihrer Unterschrift. Hier ist eine Bucketlist, die man ausfüllen kann. Und dann ist es einfach ein leeres Notizheft. Normalerweise, also finde ich eigentlich nicht schlecht. Notizhefte kann man immer gebrauchen. Ist nicht schlecht. Werde ich gleich mit in mein Kosmetikstudio nehmen. Kann ich benutzen. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt ein bisschen schwach. Ne? In Türchen Nummer 16 befindet sich ein Riegel von Cher drin. Schoko-Vanille kann Spuren von Mega Lecker enthalten. Okay, mit Schoko-Vanille. Habe ich doch. Nee, ja. Schoko-Vanille mit richtig ganzen Nüssen. Das wird definitiv mein Vater kriegen. Richtig ganze Nüsse sind drauf. Cher ist ja wirklich auch eine gute Marke. Hier steht ja auch drauf: Dreien Kauf tut Gutes. Und bei Cher ist es halt einfach so, dass wenn man ein Produkt kauft, zum Beispiel jetzt so ein Riegel, dann wird eine Mahlzeit gespendet. Wenn man Wasser kauft, wird einmal Wasser gespendet. So, ne? Wenn man, glaube ich, Papier kauft, dann wird einem Kind ermöglicht, zur Schule zu gehen. Also, das finde ich wirklich eine tolle Sache. Ich wollte nur mal kurz sagen, bei Tier Nummer 16 bis jetzt haben wir 12 Kärtchen. Ja. So, wir kommen zu Türchen Nummer 17 und hier befindet sich von dieser Nice Ria Schokoseeds drin. Das sind geröstete Kürbiskerne umhüllt von Zartbitterschokolade. Die werde ich mal meiner Oma geben. Ich glaube, die werden, also finde ich interessant. Ist eine interessante Marke, auch ist alles glutenfrei, alles vegan. Verpackt in Papier. Finde ich sehr interessant. Das ist bestimmt einfach eine generell neue Marke, die auf den Markt gekommen ist. Türchen Nummer 18 ist wieder relativ groß und oh, das finde ich schmeckerig. Hier haben wir vom Wert das Original Karamell Popcorn Classic drin. Das ist bestimmt ein Blombenzieher, wie man das so gerne so schön nennt. Ist bestimmt voll mit Zucker. Ich gucke mal. Hat gar keinen Zucker hier. Hat 53 Gramm auf 100 Gramm. Und es sind 140 Gramm. Ja, es ist okay. Eine Marmelade oder eine Schokolade. Kann man mal probieren. Aber es ist wirklich halt echt eine Süßigkeit, weil das ist echt heftig. Finde ich aber gut, dass wir das bekommen haben, weil es gab ja noch Karamell-Popcorn mit Brezeln drin, ne? Und hier waren zwei Dinger drin, oder? Einmal von den Kürbiskernen, die wir gerade hatten, und einmal von dem Popcorn. Und dann kommen wir zu Türchen Nummer 19. Hat wieder Stroh drin, einfach weil was Kleines drin ist. Und hier haben wir meine liebsten Beauty-iPads drin. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Beauty-Boost mit Ceramid, Hyaluron und Zauberstrauch. Und die kosten 95 Cent. Ja, die sind im Mai 2019 neu rausgekommen. Das steht halt bei Brand News immer drin, wann die Produkte rausgekommen sind, wann sie gelauncht wurden. Türchen Nummer 20. Was ist da drin? Ein Tütchen. Ah, wir haben von der gleichen Marke noch etwas. Und zwar Crunchies, Erdnüsse in voll mit Schokolade mit gesalzenem Karamell. Also diese Nice Ria, die ist auf jeden Fall dafür da, Nüsse, Obst in Schokolade zu umhüllen. Ja, kommt auch erst im Dezember 22 raus, kostet 2,99 €. Das heißt, das ist einfach eine neue Marke. Da ist aber noch ein Kärtchen drin. Und ich sag euch, das ist einfach jetzt auch eine Kooperation, dass sie da so viel von drin hat. Ja. Das kommt bestimmt von ihr, das kommt nicht von Brand News. Sie hat ja auch gesagt, neue Sachen, die sie aber schon probiert hat. Ja. Hier sind ganz schön viele Karten. Wow. Aber das ist wirklich, das darf nicht passieren. Nee. Da muss man das an Deckel kleben. Ist da noch mehr? Ja. Da muss man das an Deckel kleben, oder? Oh, die eine habe ich jetzt wieder reingesteckt. Ja, okay, zwei habe ich wieder reingesteckt. Diese ganzen Kärtchen waren drin und eigentlich noch zwei, die habe ich aber wieder reingesteckt.
Eins, das ist eins ja. Hier. Okay, wie gesagt, ich kann das gar nicht leiden, wenn ein Unboxing unordentlich ist. Aber dieser Kalender lässt es nicht anders zu, weil auch überall andere Kärtchen einfach rauskommen. Ich weiß jetzt schon, was noch kommt. Wahrscheinlich die 24. Ich zeig's dir nicht. So, wir kommen zu Kästchen Nummer 21 und hier befindet sich ein Energy Drink drinne, Organics bei Red Bull, Black Orange. Ja. So, wo ist die 22? Man kann es wirklich blöd erkennen, aber wahrscheinlich auch, weil es auf dem Tisch liegt. Hier ist aber die 22 und hier haben wir mal Make-up drinne oder was, ja, was zum Schminken, ein Blush von Santé. Das ist ja eine Naturkosmetikmarke. Ja, Santé habe ich schon mal getestet. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Wisst ihr, wie der Blush riecht? Ja, der kostet 7,49 €, glaube ich, ne? Beziehungsweise 9,69 €. Ist ja auch wurscht. Ihr werdet die Preise dann in Gesamtwert sehen. Ach so, bei der Grammzahl. Wie viel Gramm hast du? 5. Okay, du kannst ihn kaufen in 43 Gramm oder in 60 Gramm. Okay. Für 7,49 €. So, auf jeden Fall wisst ihr, wie dieser Blush riecht, wie Kinderschminke, wie früher dieser Kinderlipgloss. Genau so, Erdbeer-Kinderlipgloss, genau so riecht das. So, wir haben die 22, die 23 ist genau da drüber. Und hier haben wir von Lou Kekse drin, Biskuit-Spekulos, also Spekulatius-Kekse mit knusprigen, mit Zimt. Das sind knusprige Zimtkekse. Sind im Januar letzten Jahres rausgekommen für 2,19 €. Finde ich, sehen sehr ansprechend aus, sehr lecker. Die werden definitiv auch gegessen. Sehr interessant auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum letzten Türchen, zu Nummer 24. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Und hier befindet sich drin von Vella Professional eine Maske, eine Intense Repair Mask drin für die Haare. Das finde ich gar nicht schlecht. Finde ich, passt so null zum Rest eigentlich. Aber finde ich nicht schlecht. Ich liebe Haarmasken. Von Vella hatte ich noch nie was. Ja, riecht, oh, das riecht richtig, richtig gut. Auch richtig so nach Friseur. Gefällt mir sehr, der Geruch. Kostet 30,50 €. Ist, finde ich, auch ist eine teure Maske. Finde ich aber auch für den 24. gut. Ich fand auch den 6. Dezember okay. Also da muss ich sagen, hat mir das schon gefallen. Wir sind jetzt fertig hier mit diesem Adventskalender. Hattest du jetzt aber noch irgendwo Kärtchen? Nein. So, wir sind jetzt fertig mit dem Adventskalender. Und ich muss euch wirklich sagen, ich bin immer noch kein großer Fan von den Brand News Adventskalendern. Aber er war 1000-mal besser als der von Daniela Katzenberger. Erstens war nicht so viel Stroh drin. Es war wirklich nur Stroh in denen, wo kleine Produktchen drin waren. Er war nicht die Hälfte, aber er war wirklich, wirklich um einiges kleiner. Ich muss mal gucken. Ich habe ja noch einen hier. Doch, der ist fast die Hälfte der Adventskalender. Der Preis war okay. Ich glaube ja auch, dass sie die Produkte getestet hat, ja. Man merkt aber bei Brandnews einfach, dass einfach, weil Brandnews eine Firma ist, die nur mal Neuheiten in eine Box packt, das hat oft wirklich, die geben einfach ihren Namen her, das hat wirklich, wirklich wenig mit denen selber zu tun. Die geben einfach ihren Namen dafür her und es ist eigentlich schon entschieden, was in die Adventskalender kommt. Wenn man gerne Neues ausprobiert, ist das schön. Es gibt jetzt aber nichts in diesem Adventskalender, wo ich sage, wow, das ist mein Favorit. Es waren wenig Snacks drin. Ich habe es einfach ausgepackt, aber irgendwie war nichts da drin, wo ich gesagt habe, wow, das hat mir jetzt gefallen. Komplettes No-Go finde ich, dass die Kärtchen im ganzen Adventskalender umhergeflogen sind. Überall waren diese Kärtchen. Es hat nichts gepasst. Es hat richtig Unruhe in dieses Auspacken gebracht. Das finde ich auch nicht so gut. Liegt vielleicht aber auch daran, weil jetzt nicht mehr überall Stroh drin ist. Das kann auch sein. Fakt ist aber, dieser Kalender ist schon um einiges besser als der von Daniela Katzenberger. Ich glaube, ich habe wirklich das Gefühl, das liegt auch an Daniela Katzenberger, weil auch der von diesem Jahr nicht so toll ist. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie unfähig ist, Kalender zu machen. Aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall hat mir das schon besser gefallen. Das Design von diesem aber fand ich auch nicht so schön. Und
Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Gesamtwert. Und aber ich würde auch zwei gerne. Karten zu wenig. Ja. Dann gibt es jetzt einfach einen Gesamtwert mit zwei Karten weniger. Ich habe jetzt keine Lust, hier alles abzusuchen. Also ungefähr. Ja. Mach mal auf, es sind 81 irgendwas, glaube ich. Ja, 81,85. Ungefährer Wert. Es fehlen zwei Karten. Die sind irgendwo hier versteckt in dem Adventskalender. Aber das werde ich, also tut mir leid, Leute, aber das hat mir so einen Stress gemacht. Ich muss mal ganz kurz gucken, denn ich möchte eine Verlosung machen. Ich werde, das mache ich jetzt einfach mal so, und es interessiert mich einfach mal, ich werde es nicht in den Titel schreiben, dass es eine Verlosung gibt. Ich werde es nicht ins Thumbnail schreiben, dass es eine Verlosung gibt. Nur die, die das Video bis jetzt geguckt haben, werden wissen, ob es eine Verlosung gibt. Das interessiert mich wirklich mal, weil es gibt schon einige, die einfach nur auf ein Video klicken, weil da steht Verlosung. Und das finde ich sehr schön, weil es gibt viele meiner Abonnenten, die von Anfang an da sind, gucken wirklich meine Videos super durch und interessieren sich und kommentieren immer so lieb. Und deswegen finde ich das gar nicht schlecht, wenn einfach mal wirklich nur die an der Verlosung teilnehmen, die sowieso meine Videos bis zum Ende gucken. Da ist die Chance auch einfach für die höher, auch einfach zu gewinnen. Ja, aber voll lustig. Ich würde es auch ohne Hashtag machen, sondern einfach in den Kommentar reinschreiben, dass sie das Video bis zum Schluss gesehen haben. Ja. Ja, so machen wir das. Genau, schreibt einfach, ich habe das Video bis zum Schluss gesehen und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Was könnt ihr gewinnen? Produkte aus dem Adventskalender von jetzt. Also ich packe euch einfach was zusammen. Snacks und was zu trinken, was Süßes. Ich packe euch einfach eine kleine Box zusammen. Und ja, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Wie gesagt, keine Hashtags von meiner Seite aus, keine Hashtags von eurer Seite aus. Ich schreibe nichts in die Kommentare. Das ist eine geheime Verlosung für die, die wirklich bis zum Ende dran geblieben sind. Die Verlosung wird vom 13. November gehen bis zum 20. November. Oder? Ja. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, Glück bei der Verlosung. Danke an alle, die bis jetzt geguckt haben, würde ich sagen. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, würde ich sagen, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, alles kostenlos. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Danke für alle, die bis zum Schluss dran waren. Viel Spaß bei der Verlosung. Wie gesagt, einfach schreiben, ich war bis zum Schluss da, ne? Schreibt irgendwie sowas, ich habe bis zum Ende geguckt, ich war bis zum Schluss da, ist eigentlich egal. Schreibt auf jeden Fall, lasst mich wissen, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.